Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Montag und ich bin so dermaßen müde. Heute hat mein Tag 64 begonnen. Die letzte Woche ist angebrochen und ich begrüße euch recht herzlich zu meiner Woche 10. Wahnsinn, aber ich glaube, die wird doch immer die anstrengendste, gerade vom Essen her. Und ich gehe heute wieder arbeiten. Mein Urlaub ist vorbei. 2 Wochen Urlaub waren weg. Weg wie nichts. Und jetzt heißt es wieder Tasche gepackt, Essen vorkochen und ab in die Arbeit. Ich habe keine Lust. Es tut so gut, wieder auf Arbeit zu sein. Meine Kollegin ist auch da. Heute Morgen gibt es Frühstück und zwar gibt es heute Morgen Quark. Mein Gemüse ist in der Tasche. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf Pancakes gehabt und es war einfach heute Morgen zuzubereiten. Dann werde ich mir jetzt noch mein Frühstück schmecken lassen. Mein Montag ist jetzt fast vorbei und ich sitze mal wieder vor McFit und werde gleich mein Beintraining für heute machen. Bei mir gibt es erstmal Fernsehen, Abendessen und meine Couch. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, dass ich zu Hause bin. Und es riecht so dermaßen lecker. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Dienstag und ich habe mal wieder Spätschicht. Und ich muss euch sagen, ich kann seitdem ich wieder arbeite, echt gut schlafen. Und bin heute Morgen auch echt ausgeruht. Heute Morgen, muss ich sagen, habe ich überhaupt keinen Bock auf Pancakes und habe mich ja das Frühstück ein bisschen angekotzt. Aber ich habe in der Facebook-Gruppe ein bisschen rumgestöbert und da hat ein Mädel ein Rezept gepostet. Und das mache ich gerade nach. Das schiebe ich jetzt gleich in den Ofen und hoffe, dass das lecker schmeckt, weil sie meinte, es ist ein süßes Frühstück und ein super Ersatz für die Pancakes, wenn man das morgens nicht mehr so mag. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie geil das gerade aussieht und wie lecker das duftet. Ich hoffe, das sieht auch so lecker, also das schmeckt auch so, wie es aussieht. Das ist so schön braun und es knuspert so vor sich hin. Oh Gott, voll geil. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lecker das gerade riecht. Wirklich, das sieht so einfach aus und das duftet so und dieses Goldbraune, ich hoffe, das sieht man, ist so lecker. Ich hoffe, das schmeckt so wie Brot, das wäre natürlich richtig geil. Ich werde mich jetzt mein Frühstück zurechtschnibbeln, weil das muss man ja noch ein bisschen schneiden. Ich war heute Morgen mal richtig kreativ und ich habe schon probiert, es schmeckt so lecker und sieht so klasse aus, ey, wirklich. Ich bin gerade beim Sport im High Five und mache ein leichteres Training, aber ganz ehrlich, in Woche 10, die letzte Woche hat mich natürlich der Ehrgeiz gepackt und ich will natürlich alles geben. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Mittwoch und ich glaube, ich habe die Schlafkrankheit. Krass, im Urlaub konnte ich nicht schlafen und seitdem ich wieder arbeite, habe ich das Gefühl, dass ich bitte nur im Bett liegen möchte und nur schlafen. Ich musste morgen meinen Wecker sogar noch 2 oder 3 Mal weiterstellen. Der klingelt morgen schon 3 Mal. Aber jetzt, heute Morgen, hat er 6 Mal geklingelt. So, Mittagspause und ich sage euch eins, wenn ihr das riechen könntet. Das macht sich meine Kollegin jetzt zum Mittag und ey, es riecht so lecker. Wenn ich da an meinen Tofu und an meinen Roku denke, vergeht mir gerade mein Essen und ich würde am liebsten das essen. Das riecht so lecker. Wie ihr seht, bin ich gerade wieder bei McFit angelangt. Und zwar steht heute das letzte Training, das Push-Training vor der Pause an. Und ich kann heute nicht mehr sprechen. Ich bin echt froh, dass es morgen Pausentag ist. Morgen wird auch so ein anstrengender Tag auf Arbeit. Wir haben wieder morgen OP-Tag. Ich bin heute auch nicht so ganz motiviert. Es ist warm und die Arbeit war heute auch anstrengend. So, ich bin jetzt gerade mittendrin beim Push-Training und jetzt steht noch Kurzhantel Frontheben, Seitheben und die Arnold-Presse auf dem Plan. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Die Arnold-Presse ist nicht sogar meine Lieblingsübung, aber naja. So, der letzte Dreiersatz für heute steht jetzt auf dem Plan und ich muss auch sagen, meine Arme können auch nicht mehr, ich kriege die gar nicht mehr richtig angehoben jetzt. Reicht doch für heute und danach noch Ausdauer. Es ist anstrengend, gerade wenn man davor schon Bankdrücken gemacht hat mit der Langhantel und mit der Kurzhantel und dann Liegestütze und die ganze Generation von Bankdrücken, ist der letzte Satz echt anstrengend. Tun meine Arme auch so gerade weh. Ach. Es ist jetzt kurz vor 8 und ich bereite mir gerade noch mein Frühstück vor.
Und mein Mittagessen und mein Snack und alles, was für morgen dazugehört. Weil morgen wird echt ein anstrengender Tag, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe. Keine Pause und da muss ich mir das einfachste Essen machen, was geht. Und zum Frühstück gibt es wieder dieses leckere Rezept, was ich bei Facebook in der Army-Gruppe gefunden habe. Gott sei Dank, ich weiß ja nicht, ob das Mädel zuschaut, aber vielen Dank für diese Hilfe. Es ist echt cool. Und es schmeckt nicht mehr nach Ei, sondern eher nach Kuchenboden. Das ist irgendwie so, es schmeckt irgendwie nach Kuchen und Boden und Teig und trotzdem nach Ei. Ist schon eine richtig tolle Alternative und geht auch schnell. Ich stelle das jetzt einfach für ca. 15 Minuten in den Backofen. Morgen gibt es zum Mittag, habe ich mir überlegt, dass ich mir einfach Tofu mache und ein bisschen Gemüse dazu. Und abends halt mehr koche, weil morgens ist ein Trainingsfeiertag. Da habe ich auch mehr Zeit, dann werde ich mir auch ein Omelette machen, aber das will ich frisch zubereiten und nicht vorkochen, da, nee, muss nicht sein. Guten Morgen, ihr Lieben, heute ist Donnerstag und wie ihr seht, bin ich gerade auf Arbeit angekommen. Mit dem Fahrrad bin ich gefahren, heute ist ein sportfreier Tag. Darauf freue ich mich, aber ich muss euch sagen, mir geht es aktuell, also rein körperlich geht es mir gut, aber so mental und psychisch ist das eher ein Wechselbad der Gefühle, besonders ein starkes Wechselbad der Gefühle. Ich habe das die Woche schon gemerkt, also am Wochenende auch schon, dass ich mir irgendwie die Kraft und die Lust, also Lustlosigkeit und die Kraft irgendwie fehlt. Ich bin eigentlich eher so ein ausgeglichener Mensch, aber zur Zeit, die letzte Woche, es reibt an meinen Nerven. Ich habe auch keinen Bock mehr auf dieses Programm. Ich möchte endlich wieder lange mal normal essen mit Haferflocken. Mich kotzt das Ergebnis, also diese Rezepte an, nur mit Ei und bläh. Also gerade ist das echt eine Stimmungsschwankung vom negativen Sinne. Ich habe jetzt Feierabend und bin auch so froh, dass ich heute keinen Sporttag habe, dass ich nämlich auf die Couch packen kann. Ich muss noch schnell einkaufen und dann war's das für heute. Dann werde ich mir schön lecker Essen kochen und dann war's das. So, endlich zu Hause angekommen und ich muss sagen, heute war nicht so ein, also war einer nicht meiner besten Tage. Meine Haare, komm, Fahrrad fahren. Heute Morgen hatte ich erzählt, dass ich halt Stimmungsschwankungen habe und heute auf Arbeit war das echt krass. Wir haben so geschwitzt. Das war extrem. Wir hatten natürlich auch keine Pause, konnten nur zwischendurch was trinken. Und jetzt freue ich mich auf meine Couch und freue mich auch, dass heute sportfrei ist. Gerade auch bei dem Wetter. Es ist so drückend und so heiß hier in Berlin. Wenn man rauskommt, ist das so, als wenn man gegen die Wand läuft. Ja, und jetzt sitze ich vor meiner Haustür und freue mich einfach nur, dass ich jetzt zu Hause bin. Werde mir ein schönes Essen kochen. Und dann war's das für heute. Guten Morgen, heute ist Freitag und es ist schon so warm. Es ist gerade mal 6.45 Uhr und ich muss gleich zur Arbeit. Und ich fahre mit Fahrrad zur Arbeit. Es ist wirklich schon so unerträglich. Gott sei Dank habe ich Thermorollos bei mir in der Wohnung. Die habe ich jetzt gerade überall runtergezogen, damit es gar nicht so heiß wird. Gestern hatte ich nämlich kühle 23 Grad in meiner Wohnung. Das war echt gut. Und schaut mal her. Ich traue mich heute sogar, meine kurze Hose anzuziehen. Es ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich ja vorher sowas nie getragen habe. Was ich ganz vergessen habe, gerade zu erwähnen, ist, und zwar fühle ich mich heute Morgen schon wieder so warm, also so aufgebläht, so für 10 Kilo schwerer. Und obwohl ich gestern Abend, ich habe ja gestern nichts gegessen, was jetzt so richtig schwer im Magen liegen könnte. Und das ist gerade so ein bisschen, so fühle ich mich auch. Und ich denke mal, dass durch das Fahrradfahren wird sich das gleich ein bisschen verteilen. Also ich hoffe es. Naja, und dann werde ich mal gucken, wie der Tag sich heute gestaltet, wie meine Launen heute sind und ob man mich heute schnell auf 180 bringt. Und dann heute Nachmittag geht es zum Beintraining, weil heute ist ja wieder Start des Trainings. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Wie ihr seht, kann man auch draußen wunderbar frühstücken auf dem Boden. So, Mittagspause und meine Kollegin Luise, melde dich ruhig zu Wort, hat mir gerade das angeboten, ob ich einen Sahnejoghurt haben möchte oder ein paar Kekse. Und wenn es nur eine Ecke ist, hat sie gesagt. Ich habe gesagt, nein. Auch die letzten zwei Tage werde ich jetzt noch durchziehen. Ich hatte gerade Hähnchen und ein bisschen Gemüse. Ich habe eh nicht so viel Hunger bei dem warmen Wetter, aber so ein Keks, der stand auch noch im Kühlschrank, wohlgemerkt. Wäre schon echt lecker. Und meine Kollegin lacht. Sie lacht und findet das sehr witzig. Ich nicht. Nein. So, ratet, wo ich bin. Ich bin nicht alleine. Ja, die zwei Bekloppten sind jetzt beim Sport bei 30 Grad im Schatten.
liegen am See. Wir schuften im Fitnessstudio. So ihr Lieben, es ist Freitagabend und ich war jetzt beim Sport, war einkaufen, nur ein bisschen noch, weil es gleich kommt noch eine Freundin zu mir, die werden den Abend ein bisschen verbringen, ein bisschen quatschen, Mädelskram halt besprechen und darauf freue ich mich schon. Und wisst ihr, worüber ich mich am meisten heute auch gefreut habe? So habe ich heute ein kleines Geschenk bekommen. Einen neuen Shaker vom Best Buddy. Wird auch Zeit, meiner sieht schon so ranzig aus. Und Pancakes! Pancakes in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Da. Für jeden Geschmack ist was dabei. Strawberry White Chocolate. Tasty Onion und Natural. Und natürlich werde ich das, wenn das Programm vorbei ist, gleich mal alles ausprobieren. Ich liebe Pancakes mittlerweile, aber nicht nach diesem Programm mit Magerquark, weil die hängen mir schon mittlerweile so zum Hals raus. Guten Morgen, heute ist Samstag und wie ihr seht, guten Morgen! Kommt die Hand um die Ecke. Ich bin nicht alleine. Ich werde nämlich wurde gerade eingesammelt zum Sport. Wir befinden uns auf dem Weg zu McFit und sind voll fit, oder? Mehr weniger. Ja, heute steht mein letztes Pull-Training an in dem Programm. Mein letztes Pull-Training, das heißt, wir werden nochmal richtig Vollgas geben. Und danach werden wir einkaufen. Oh, yeah. Weil es gibt einen Cheat Day. Oh. Deckel ablecken. Shake Time. Nach dem Training gibt's ein Shake. Mm. Ich habe einen neuen Shaker. Hab ich gestern euch schon gezeigt, aber. Wo geht's denn jetzt hin? Zum Einkaufen. Zu Kaufland. Und dann kaufen wir Schokolade. Ja. Und Cornflakes. Alles. Alles. Die Fahrt zum Einkaufen. So, wir sind gerade bei Kaufland und kaufen für unseren gemeinsamen Cheat Day ein. Ein kurzer Blick in unsere Körbe. Es sieht schon jetzt mega geil aus. Mhm. Ja. So, wir sind fertig mit unserem Einkauf und hier gibt es einen ganz schnellen Blick in unsere Wägelchen. Jetzt geht's nach. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Mein letztes Frühstück mit Pancakes nach Size Zero. Hey Leute, ich laufe hier gerade durch die Wohnung, weil ich mich jetzt gerade ein bisschen vorbereite. Ich gehe heute Abend nämlich noch weg. Und was ich euch mitteilen wollte, ist, dass ich mich so langsam wirklich ein bisschen, dass ich ungeduldig werde vor Sonntag. Dass ich jetzt wirklich darüber nachdenke, was ich so esse, weil morgen ist ja mein Cheat Day und morgen kann ich habe ja vorhin einkaufen und morgen kann ich ja auch alles essen, was ich so möchte. Und so mittlerweile steigt schon echt die Nervosität und vor allem steigt auch die Nervosität vor dem Gewicht. Also natürlich ist das Gewicht nicht ausschlaggebend. Das sollte ich wissen, aber ganz ehrlich, ich habe mir doch ein Ziel gesetzt und würde dieses Ziel auch gerne erreichen wollen. Das kennt ihr. Und da ist man natürlich auch gespannt und ich habe gerade so das Bedürfnis, jetzt schon auf die Waage mich zu stellen und doch schon zu wissen, oh, habe ich es erreicht oder nicht. Aber ich muss noch warten, es ist jetzt kurz vor 7:30. Ein bisschen Geduld muss ich noch haben, darum gehe ich heute Abend auch noch weg, um ein bisschen mich abzulenken und nicht so hibbelig zu sein, weil das bin ich schon ganz schön. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 7 Uhr morgens und ich muss sagen, ich bin gerade total nervös. Was ich euch auch gestern Abend total verschwiegen habe,
Ich wurde gestern 2, 3, 4, 5 Mal angesprochen auf meine, erstens auf meine Oberarme, ob ich trainiere auf Toilette von Mädels, nicht von Jungs, weil es waren ja gestern gar keine Mädels da. Und ich wurde angesprochen und die eine hat sogar an meinen Arm angefasst, an meinen Muskeln. Das war schon sehr komisch, aber hat mich natürlich auch gefreut. Und die eine meinte, wow, du hast so eine tolle Ausstrahlung. Geht natürlich runter wie Öl. Jetzt bin ich nämlich gerade dabei, bin gerade aufgestanden, habe mich ein bisschen frisch gemacht und werde jetzt auf die Waage steigen. Ihr seid jetzt live dabei und ich bin aufgeregt und ich habe natürlich große Erwartungen an dieses wunderschöne kleine Ding, was auf dem Boden steht. So, ihr Lieben, jetzt seid ihr live dabei, wenn ich auf die Waage steige. Letzte Woche waren es ja 68,5. Gefühlmäßig habe ich gar nichts. Ich freue mich über jedes Gramm, was ich noch verloren habe, aber ich habe schon so viel erreicht. Mir ist das jetzt eigentlich schon fast egal. Jetzt stehe ich auf der Waage. 68,2. Yay! 300 Gramm sind nochmal gewichen, aber es ist überhaupt nicht mehr relevant. Ich fühle mich so unendlich wohl in meinem Körper. Ich werde natürlich weitermachen und noch ein bisschen formen, weil mein Hüftspeck ist noch nicht ganz weg. Ich habe mich jetzt auch vermessen. Und ich habe gleich mal ein Resümee gemacht für die ganz gesamten 10 Wochen. Ich habe am Bauch sage und schreibe 14 cm verloren in den 10 Wochen. An der Hüfte 7 cm, an der Taille 5 cm, am Oberschenkel 6 cm. Am Oberarm ist es gleich geblieben. Natürlich habe ich auch an der Brust was verloren, und zwar 5 cm. Aber das ist gar nicht so schlecht. Ey Leute, ich bin so unfassbar glücklich und bin auch so stolz, dass ich das so 10 Wochen durchgehalten habe. Und jetzt kommt leider auch der Moment, wo ich sagen muss, ich muss mich verabschieden. Die 10 Wochen sind rum, wie schnell die Zeit auch vergangen ist. Und ich muss euch Danke sagen. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Kommentare unter den Videos. Ihr habt mitgefiebert und ihr habt mich unterstützt, auch wenn ich euch die alle nicht persönlich kenne. Aber ihr habt mich mit euren tollen Worten und mit den Gedanken wunderbar unterstützt und hat mich motiviert, auch weiter durchzuziehen. Und das Ergebnis ist einmalig. Ich habe 7 Kilo verloren. Ich habe angefangen mit 75,2 und wiege jetzt 68,2. Mein Körper hat sich richtig krass verändert. Ich bin schmaler, schlanker und straffer geworden. Und vor allem, ich bin selbstbewusster geworden. Ich trage jetzt kurze Hosen. Ich bin eigentlich ein ganz anderer Mensch. Und vielen, vielen, vielen Dank. Das war's leider und ich hoffe, meine 10 Wochen haben euch gefallen und ja, macht's gut.